Also ich habe noch nie mitbekommen, dass sie irgendwie gesagt hat, da spricht jemand zu ihr. Hat sie mir auch noch nie irgendwas von erzählt. Also kriegt sie dann so Befehle oder ja, wie, genau. Das ist so wie bei den beim Exorzist oder was weiß ich. Ja, also ich möchte sie jetzt auch nicht beunruhigen. Ne? Sie sind jetzt zu Recht ein bisschen schockiert oder so. Aber es geht ja darum, dass wir eine Lösung finden. Ne? Und irgendwoher ist es auch komisch, dass die Stimme hier ausgerechnet aus diesem Zimmer kommen soll. Also sie hat jetzt nicht gesagt, die hört die überall, okay, nicht auf der Straße, hier dann. Nur hier im Zimmer. Und das verstehe ich nicht. Als wir uns unterhalten haben und noch gerätselt haben, was jetzt wohl der Grund für diese Fantasien oder wie auch immer sein könnte, da haben wir etwas gehört, das hat uns erstmal zum Staunen gebracht. Halt, da war ich, habe irgendwas gehört. Was war denn das hier? Da schon wieder. Ja, ich höre das auch. Das haben wir alle schon stehen. Warten Sie mal. Im Boden oder? Hier ist doch was drin. Gucken Sie mal. Der ist auch total schwer. Da ist doch was drin. Den hat die doch. Das hat die doch von dir bekommen. Was ist das denn? Was? Was weiß ich? Soll ich mal aufmachen? Das ist ganz. Hier, machen Sie auf. Ja. Was ist? Normalerweise ist das nur ein ganz normaler Teddy. So, ach, gucken Sie mal hier. Was ist das denn? Ja, das muss ich mir mal erzählen. Ja, das kannst du mir mal erzählen, was das ist. Was soll ich dir erzählen? Das ist ein ganz normaler Teddy. Ja, den hat sie doch von dir bekommen. Ja, das stimmt, den habe ich hier gekauft, aber da ist doch nichts drin gewesen. Ja, natürlich, siehst du doch, dass da was drin ist. Also, Moment, es nützt jetzt nichts, wenn wir uns jetzt hier zerfleischen, wir wollen ja weiterkommen, ne? Das ist jetzt hier sowas wie ein Lautsprecher oder so, ne? Ja, und was erzählst du ihr dann da durch die Lautsprecher? Was möchtest du mir denn damit sagen? Denkst du, das Gerät ist von selber da reingeflogen? Ja, meinst du, ich hab's da reingemacht? Meinst du, ich möchte irgendwas aufs Spiel setzen? Ich würde unsere Tochter... Wie soll das denn sonst da reingekommen sein? Ich kann dir nicht sagen, wie es da reingekommen ist. Ja, aber vielleicht willst du ja gar nicht so mit uns zusammenziehen. Das kam mir eh schon komisch vor. Die ganzen Sachen, die richten sich ja alle gegen dich. Ich hab das nicht gemacht. Die ist doch nicht bescheuert. Ich möchte eine Zukunft mit uns. Aber vielleicht war es doch nicht der richtige Weg, weißt du? Ja, toll, hau ab! Typisch Mann! Was soll man sonst machen hier? Also das hat sie doch von ihm bekommen jetzt vor kurzem. Wir klären das auf. Aber ich gehe jetzt erstmal hinterher. Ich muss jetzt ihren Freund auch mal kurz beruhigen. Na, bis gleich. Herr Krings! Ja, was denn? Jetzt warten Sie doch mal eben. Das bringt doch nichts. Haben Sie doch mitbekommen. Ich verstehe. Ja, man tut alles, man macht und dann wird man auch noch beschuldigt, irgendwas damit zu tun zu haben. Also. Erstmal, ich würde vorschlagen, wir beruhigen uns mal ein bisschen. Überlegen Sie doch auch mal, wie das mit Ihrer Freundin ist. Ne? Was sie da jetzt gerade mitgekriegt hat, dass man da auch überreagiert und dass man nervös ist und dann auch mal beschuldigt. Das kann ich ja sogar verstehen. Ne? Also sie war doch bestimmt auch schon mal in so einer Situation. Ja, aber doch nicht so. Ich würde sagen, wir reden einfach noch mal. Oder ist das kein guter Vorschlag? Es kann ja nicht sein. Natürlich, klar. Ja. Tut mir leid, ich hab's nicht so gemeint, aber ich weiß selber nicht mehr, was ich denken soll. Ich kann's ja verstehen, aber sowas könnte ich nie im Leben tun. Und dafür müsstest du mich eigentlich gut genug kennen. Wer soll das denn sonst gewesen sein? Das, was mir eben mal so in den Kopf gekommen ist, du hast deinem Ex doch von dem Umzug erzählt, oder? Meine ich, hättest du gesagt. Ja, klar. Ja, und der, würden Sie dem das zutrauen? Ja, eigentlich schon. Der ist auch regelmäßig hier. Ja, also einmal die Woche ist er schon da. Und dann hat er da die Möglichkeit, so ein Teddy so zu präparieren. Ja, schon. Klar, also ist ja grundsätzlich halt eben der Vater. Ne? Das heißt, der hat schon Kontakt in die Räumlichkeiten. Wie könnte man das denn rauskriegen? Ich meine, er wird es ja wahrscheinlich... Aber wenn der das gemacht hat, dann ist ja noch die Frage, er weiß ja nicht, dann, ob sie wirklich diese Aufträge dann durchführt. Naja, aber wenn er da einen Lautsprecher platzieren kann, dann könnte er vielleicht eine Kamera platzieren. Der Gedanke, dass da irgendeine Kamera im Zimmer von der Tochter ist, ist furchtbar. Vor allem, wenn man nicht weiß, wer da gerade das Kind beobachtet und was der vielleicht dann noch vorhat mit ihr. Moment, warten Sie doch mal, Frau Möller. Stopp, stopp. Schatz, Sie können doch... Warten, wir müssen doch gucken, ob hier irgendwo Kameras sind. Ja, das stimmt, aber wir können ja doch nicht alle Tiere kaputt reißen. Ja, aber was sollen wir denn sonst tun? Wir können das ja auch mal abfüllen, ob da was drin ist. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Ihre Tochter kommt nach Hause und alle Tiere sind kaputt. Es muss doch eine andere Möglichkeit geben, außer jetzt die Tiere zu untersuchen, was wir natürlich auch machen, aber noch mal was rauszukriegen. Wie wäre es denn mit einer Kamera? Also wenn wir selber eine Kamera aufstellen und gucken, was passiert. Nee, wir können doch nicht die ganze Zeit jetzt das Kind hier beobachten. Ja gut, aber der Zweck heiligt auch ein bisschen die Mittel, ne? Was willst du auch sonst machen? Reicht ja wahrscheinlich erstmal einen Tag. Ich hab
sogar letztens noch beim Einpacken die alte Nannycam gefunden. Ach, ihr könnt sie die mal holen? Normalerweise würde ich sagen, es ist nicht unbedingt die beste Idee, seine Tochter mit einer Kamera zu beobachten. Bei Säuglingen ist das natürlich was anderes, weil da geht es um Schutz. Und auch in diesem Fall fiel mir das Wort Schutz ein und ich habe gedacht, naja, der Zweck heiligt die Mittel. Sie wollen ja auch die Josie schützen. Ihr soll ja nichts passieren. Und von daher finde ich es auch gerechtfertigt. Machen Sie das mit den Teddys? Untersuchen Sie alles? Ich ziehe mich jetzt aber erstmal zurück. Ich würde mich dann morgen wieder melden. Wenn Sie aber noch was finden, dann rufen Sie mich sofort an. Ne? Okay. Okay, super. Alles klar. Dann sehen wir uns morgen. Bis morgen, ne? Alles klar. Jungs. Tschüss. Tschüss. Als Evas Suche nach einer fremden Kamera erfolglos bleibt, versteckt sie den Lautsprecher erneut im Bauch des Bären. Am nächsten Abend hofft die 32-Jährige, dass das Nannycam-Video offenbaren wird, wer Josie tatsächlich die zerstörerischen Aufträge im Namen Gottes gibt. Sie kommen von der Arbeit, ne? Ja, ein bisschen stressig. Perfektes Timing, denn wir wollten uns gerade den Film angucken von der Cam. Ah, okay. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, ich bin nicht nur gespannt, ich bin sogar selbst ein bisschen nervös, ne? Mal schauen, ob überhaupt was passiert. Richtig. Das ist nur am Spielen die ganze Zeit. Da passiert nicht wirklich viel, ne? Ich lass mal einfach laufen, vielleicht. Hallo, jetzt? Ich sprich Gott. Das ist ja schon super gelaufen. Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Schmeiße morgen, wenn Raphael von der Arbeit kommt, die Autoschlüssel in die Toilette. Machen Sie mal Stopp. Aber haben Sie das auch verstanden, was ich verstanden habe mit dem Autoschlüssel? Was soll das? Was soll sie denn mit den Autoschlüsseln? Warum denn die Autoschlüssel? Josie? Warte! Ach, Josie! Josie, nein, die Schlüssel! Nein. Komm mal einmal raus, bitte. Das kann echt nicht wahr sein. Josie! Ich guck mal eben wegen dem Schlüssel. Okay. Josie, warum hast du das gemacht? Ich musste es machen. Josie, komm. Das kann so nicht weitergehen. So, Sie können weiter ein Auto fahren. Das ist ja schon mal etwas. Ja? Geh jetzt hoch. Also, ja, nicht mal sowas einfallen lassen, das geht so. Das geht Job, einfach, ne? Nicht mehr, ja. Aber ich habe ja eigentlich gedacht, wenn wir uns das Video angucken, ne, dass wir da Erkenntnisse kriegen und dass wir da schlauer sind. Und wir haben ja auch was gehört. Wir haben eine Stimme gehört, aber wir wissen nicht, welche Stimme das war. Ne? Aber was klar ist, die erteilt Befehle und Josie befolgt diese Befehle. Und ich rede mal, da, ich sag mal, nicht freiwillig. Ne? Ich glaube, ich habe eine Idee, wer das sein könnte. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher mit dieser Stimme Gottes, aber als sie dann in diesem Video Josephine gesagt hat, da wurde ich schon sehr hellhörig, weil es niemanden, wirklich niemanden gibt, der sie sonst bei dem ganzen Namen nennt. Wir sagen alle nur Josie. Die fassungslose Mutter will ihrem Verdacht sofort nachgehen. Daher bittet Eva den vermuteten Drahtzieher von Josies Sabotage, schnellstmöglich vorbeizukommen. Hallo. Hallo, was ist denn los? Ist irgendwas mit Josephine? Ja. Das würden wir gerne auch mal von dir wissen, was los ist. Damit hast du dich nämlich genau verraten, Josephine. Wie verstehe ich nicht? Du weißt ganz genau, was los ist mit dem Teddybär. Wir haben doch das Mikrofon da drin gefunden. Wir kommen an dieser Stelle nicht weiter. Ich würde Sie bitten, einmal ganz kurz zu warten und wir unterhalten uns mal ganz kurz, wenn es recht ist. Frau Unger, also jetzt ist wirklich der Moment gekommen, die Wahrheit zu sagen, ne? Weil es geht um Ihre Enkeltochter und ich weiß nicht, was Sie da für Motive haben, aber da jetzt bitte einmal Farbe bekennen. Waren Sie das mit dem Teddy oder waren Sie es nicht? Ich habe das gemacht, ne? Ist so. Ich finde es auch nicht in Ordnung, da ich das mit meiner Enkeltochter gemacht habe. Josie ist ein ganz liebes Mädchen, aber die ziehen weit weg, ja, und es war so schön hier, ja. Ich habe, ne, wir haben zusammen gekocht, wir sind zusammen in der Kirche, wir haben zusammen gespielt, ne. Und jetzt, ich gönne meiner Tochter auch das Glück, ne, dass sie mir Raphael eine Wohnung. Darum geht's ja auch eigentlich ja nicht. Es ist, ne, ich bin dann ganz allein, ne, und ich sehe sie dann auch nicht mehr und ja, es ist einfach so. Sie haben das gehört, ne? Mhm. Also ich finde. Aber da muss man doch nicht so eine Aktion da starten.
Ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass meine Mutter dann unter diesem Umzug so leiden würde. Also sie hätte es mir ja einfach nur sagen müssen. Und wir hätten ganz normal darüber reden können und ja, auch Besuchszeiten ausmachen. Und wir können ja im Kontakt bleiben mit Fotos, mit Videos. Es gibt ja heute viele Möglichkeiten. Solche Aktionen gehen halt nicht. Und ich finde, da ist es auch eine Entschuldigung wert. Und nicht nur an ihre Tochter und auch nicht nur an sie, sondern vor allem auch an die Josie. Weil die ist ja von ihnen fremdbestimmt worden. Und die weiß ja überhaupt nicht, wo sie dran ist. Und die denkt, die hört Stimmen. Das muss unbedingt aufgeklärt werden. Stimmt, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Nee, das hat man gemerkt. Ne? Wir sind ja nicht aus der Welt. Wir kommen dann schon öfter vorbei. Versprochen. Versprochen. Ich würde mich an dieser Stelle gerne verabschieden. Wenn Sie meine Hilfe brauchen, können Sie mich aber jederzeit anrufen. Auch vielleicht, um zu gucken, wie es in Zukunft gestaltet wird. Und dann sprechen wir uns nochmal. Eva und ihre Mutter haben Josie behutsam über die vermeintliche Stimme Gottes aufgeklärt. Die Sechsjährige lebt inzwischen glücklich mit ihrer Mama und Stiefpapa Raphael in der neuen Wohnung und sieht Oma Käthe regelmäßig bei Videochats und Besuchen.